Hier, Teddy, lauf! Na, such schon. Brav. Und jetzt bring zurück. Na, komm schon. Gib her! Miki! Ach, so ein Mist, wir müssen zurück. Muchachos, vamos! Warum trinkst du nicht mit uns? Hast du keinen Durst? Ja, frag ihn noch mal. Nicht gut genug. Sag, Ombre, magst du unseren Wein nicht oder was?
Der Gringo ist besoffen. Nicht besoffen, er ist bloß tot. Alan! Alan! Was hat er denn? Ist er tot? Was mit euch? Los! Wie man sich zu benehmen hat. Hut ab. Brav. Nicht doch. Hast du gehört? Ich gehe nachsehen. Warte einen Moment. Ah. Ach, Kamerad, gestatte mal, ja? Ballert hier denn rum, Joe? Wollen mal sehen. Ich verstehe das nicht. Wer sind diese Männer? Das weiß ich auch nicht. Ich bin nur zufällig hier vorbeigekommen. Wären Sie etwas früher gekommen, würde er noch leben. Was hat er Ihnen nur getan? Mein Name ist Linda. Ich wohne in Santa Ana. Das ist für ein Mädchen allein verdammt weit. Für ein Mädchen, das vor einem Mann wegläuft, ist es noch weiter. Tja, das ist schade für ihn. Aber was hat das mit dem Mann hier zu tun? Er sollte mir helfen, zu fliehen. Ich wollte über die Grenze. Alan hätte es getan. Er war der Einzige, der mir geholfen hätte. Wurde er deswegen getötet? Nein. Alan arbeitete für Jack Sanders. Für Sanders? Ja. Das ist ja interessant. Das hier war sicher Thompson. Thompson, wer ist das? Ich nehme an, Sie sind noch nicht allzu lange hier, stimmt's? Wer hier lebt, weiß, wer Thompson ist. Thompson befiehlt. Er ist der Herr der ganzen Gegend. Und vor ihm bin ich weggelaufen. Warum? Warum? Ich habe Angst vor ihm. Verstehen Sie? Thompson meint, dass ich ihm gehöre wie ein Stück Vieh. Ich war in seinem Haus eine Gefangene. Er wollte mich zwingen, seine Frau zu werden. Mit allen Mitteln. Es ist aber nicht nur das. Es war vor 2 Jahren. Ich heiratete Bob, einen Goldsucher. Und er fand Gold, eine große Ader. Aber eines Tages lag er da, ermordet. Sie hatten ihn erschossen, weil er sich weigerte, ihnen zu sagen, wo die Goldader ist. Mich können Sie ruhig töten, von mir erfahren Sie es nie. Es ist gut, ihr habt genug geplaudert. Es geht wieder nach Hause. Und du, mein Kleiner... Nein, Jack! Er kann nichts dafür, dass ich weggelaufen bin. Er hat nur geholfen, dass diese Männer hier mir nichts tun. Nein, nicht! Nein! Es ist alles in Ordnung. Diese Herren werden Sie nicht mehr belästigen. Wenn Sie der Gestank nicht besonders stört, können Sie die Nacht über hier bleiben. Ah, hören Sie gut zu, Freund. Vor Sonnenaufgang verschwinden Sie. Leute wie Sie können wir hier nicht gebrauchen.
Verstehe. Hey, Jungs! Besuch kommt in die Stadt! Wir wollen ihn nett empfangen. Das sollten wir lieber lassen. Thompson lacht gar nicht, wenn wir hier Wirbel machen. Ist zwar ein netter Scherz, aber nicht so mein Bier. Und deshalb machst du meine Flasche voll Whisky. Hör zu, mein Junge. Du reitest am besten wieder nach Hause zurück. Ein weiser Rat eines alten Mannes. Hier, fang auf! Kleine will sein Fläschchen zurück. Schatz, zu mir! Ich gebe sie dir wieder. Du musst sie dir nur holen. Na, was ist? Hey, Mister, wo haben Sie das gelernt? Wo finde ich Sanders, mein Junge? Und such nicht nach der Mami, sag's mir lieber. Er wohnt da. In dem Haus mit den komischen Säulen. Da geh nur hin, ist ganz ulkig da. Wer war das? Wer hat das getan? Nun mach schon dein Maul auf. Ich will wissen, wer das war. Was ist los? Kannst du nicht reden? Nein. Er kann nicht reden.
Er spricht kein Wort. Er ist stumm. Wissen Sie, wer es war? Die Männer von El Santo. Und sie haben ganze Arbeit geleistet. El Santo bekam wohl nicht das Geld, das er von Sanders zu kriegen hatte. Bestimmt hatte Allen das Geld und irgendjemand hat ihn erschossen, damit er Sanders nicht mehr geben konnte. Wofür sollte er die Burschen bezahlen? Wenn man mit seiner Ware durch El Santos Gebiet will, kostet das eben Geld. El Santos Männer bewachen jeden Pass, der über die Grenze führt. Und Thompson? Ach, Thompson. Ich nehme an, dass er es war, der El Santo benutzte, um Sanders beiseite zu schaffen. Ja, Sanders war ihm bei seinen Geschäften im Wege. Und es war genau die richtige Methode, die beiden gegeneinander auszuspielen. Und was haben die da gemacht? Gar nichts. Die haben keinen Finger gerührt. Sie haben zugesehen, als ob man Schweine schlachtet. Ihren Spaß hatten sie daran. Und Thompson ist froh, dass die Stadt jetzt ihm allein gehört und er seine Schulden nicht mehr zu bezahlen braucht. Sanders hatte von ihm $30,000 zu bekommen. Ich sehe, es gibt eine Menge für mich zu tun in Santa Ana. Meinen Sie nicht, dass hier schon ein paar Leichen zu viel liegen? Reiten Sie weiter. Das werde ich nicht. Sanders war mein Freund. Und seinetwegen bin ich hergekommen. Rechtzeitig, um ihn zu begraben. Dagegen wird niemand etwas sagen. Aber mischen Sie sich nicht in diese Angelegenheit ein. Ich werde drüber nachdenken. Unser Whisky-Freund ist wieder da. Gefällt mir. Ihr seid tapfere Jungs, edel, mutig und stark. Echte Klasse. Für mich genau das, was ich brauche. Ihr werdet jetzt ein paar nette kleine Löcher graben. Was heißt hier graben? Frag doch nicht so dämlich. Wir sollen die Sanders verscharren. Ich mach mir doch nicht die Finger dreckig. Vielleicht ist es besser, wir graben für dich gleich eins mit. Willst du nicht? Überleg's dir. Sonst fange ich an zu zucken. Also abschnallen. Eure Colts könnt ihr beim Schaufeln sowieso nicht gebrauchen. Hier. Jede dieser Kerben ist für einen, der glaubte, schneller zu sein als ich. Also werft sie lieber weg. Du auch. Das gilt auch für dich, du Totenvogel. Ihr seid doch ein verdammt langweiliger Haufen. Na los. Aus Erde bist du geschaffen und zur Erde wirst du wieder werden. O Gott, erbarme dich der Seelen dieser so früh dahingeschiedenen und nimm sie in Frieden auf. In unserer aller Angedenken werden sie fortleben und so mögen sie in Frieden ruhen. Amen. Hören Sie gut zu, Mister. Wenn Sie sich beeilen, können Sie weg sein, bevor Thompson wieder da ist.
Ich würde nicht in das Haus zurückgehen. Vielleicht versuchen die es noch einmal. Warum das Risiko? Sie können bei mir schlafen. Kommen Sie. Kommen Sie herein. Kommen Sie. Ich weiß, Sie sind ein tapferer Mann. Aber es gibt Situationen. Hier. Falls es doch einmal zu hart für Sie wird, öffnen Sie die Klappe hier und lassen sich in den Tunnel fallen. Nach wenigen Metern sind Sie da mitten auf dem Friedhof. Lebendig. Naja. Hier können Sie schlafen. Und wo bleiben Sie? Oh, ich schlafe nicht viel. Ein paar Stunden sind genug für mich. Und am Feuer ist es auch nicht ungemütlich. Vergessen Sie nicht, 4 Kerben in Ihren Gürtel zu machen, sonst kommen Sie nachher noch mit Ihrer Buchhaltung durcheinander. Oh. Hey, warum halten wir denn? Wir sind hier in dem Gebiet von El Santo. Alleine kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns einen Führer suchen, der uns von hier aus über die Grenze bringt. Da drüben ist eine Stadt, sie heißt Santa Ana. Da finden wir bestimmt jemanden. Also los. Weiter! Hier! Santa Ana war früher eine ruhige Stadt, aber dann kam dieser Thompson. Und bald darauf auch der reizende El Santo. Und die beiden werden wir auch nicht mehr los. Verlassen Sie sich darauf. Und da bleiben Sie noch hier und veranstalten Schützenfeste. Ja. Sie haben doch gesehen, was mit Sanders geschehen ist. Ich habe Ihnen etwas mehr Verstand zugetraut. Ist Ihnen denn nicht klar, dass Sie gegen Thompson und El Santo überhaupt nichts ausrichten können? Was glauben Sie, was die mit Ihnen anstellen, wenn Sie so weitermachen? Aber Sie wollen den Henker spielen. Sie werden ja sehen, wie weit Sie kommen. Hör zu, ich suche jemanden, der mich sicher über die Grenze bringt, ohne dass ich Ärger mit den Banditen kriege. Oder mit den Soldaten. Ich bezahle gut. Für mich müssen Sie $200 hinlegen. 100 bekomme ich sofort und den Rest später. Sie wollen 2 Leute. Im Ganzen macht das also $400. $400? Das ist wohl ein Witz. Wenn es um Geld geht, mache ich niemals Witze, mein Freund. Sie werden sonst niemanden finden, der bereit sein wird, Sie zur Grenze zu bringen. Das können Sie mir glauben. Aber vielleicht versuchen Sie es mal mit dem versoffenen Kameraden da im Salon. Was meinen Sie, McGill? Klar. Sollen Sie es doch ruhig versuchen. Sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Hier sind $400. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf. Gehen wir. Thompson und El Santo werden uns sicher umlegen. Sie haben ein verdammt dummes Gefühl im Knie. Der Mann da gefällt mir nicht. Dafür aber sein Geld. Tja. Los, spannt die Pferde aus. Wir bleiben über Nacht hier. Okay. Hier, trinken Sie, da werden Sie schön wach. Hey,
Hallo. Aber... Gehen Sie bitte nicht. Ich habe Angst um Sie. Bleiben Sie hier. Kommen Sie zurück. Wenn Sie mich so fragen, muss ich doch zurückkommen, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Auch das noch. Sie sind ja völlig verrückt. Noch mehr Mist können Sie ja gar nicht machen. Es geht los. Fabelhafte Gegend für einen Hinterhalt. Aber trotzdem noch der beste Weg, weil sie uns hier am allerwenigsten vermuten. Da kommen Sie. Sie haben den Weg gekennzeichnet. Ich traue den Brüdern nicht. Nein. Hallo. Buenos dias. Wann und wo bekommen wir unser Geld? Sie haben es ja sehr ehrlich. Sie kriegen es auf der anderen Seite der Berge, Senor. Es ist gut. Gehen wir. Hey, Steve. Zeig den Jungs die Waffen. Seht nach, ob sie in Ordnung sind. Steve. Okay, Rosan. Gut, sehr gut. Der Boss wird zufrieden sein. Rossan will ich sehen, also beweg dich ein bisschen. Wir haben heute Zahltag. Nein, du nicht, Alter. Komm rein. Da ist wohl noch was offen. Schwein! Oh.
So, das reicht. Im Augenblick kann ich mir keinen Ärger leisten. Lassen wir ihn also leben. Kommt. Ich habe Ihren Freund bezahlt. Wenn Sie Ihren Anteil auch haben wollen, müssen Sie ihn sich holen. Los, Jungs. Ich heb das für dich auf. Du bist so leichtsinnig. Auf die Pferde! Hallo, Steve, nicht so langsam! Schon gut. Sieht heute wesentlich besser aus, mein Sohn. Ja. In einigen Tagen kommt Rosson hier wieder durch. Wann werden Sie endlich genug haben? Das nächste Mal werde ich Ihnen nicht mehr helfen können. Ein nächstes Mal gibt es nicht. Wollen Sie sich noch einmal so zerschlagen lassen? Mit Ihnen ist ja nicht zu reden. Rosson hat sich den Weg markiert, also braucht er uns nicht mehr, das ist doch klar. Ich verstehe nicht, was Sie hier noch wollen. Das werden Sie gleich sehen. Es gibt noch einen anderen Weg und den werden wir markieren, verstehen Sie? Wenn wir Sie da durchfahren lassen, werden Sie Bekanntschaft mit El Santo machen. Also gut, beeilen wir uns. Wir werden ihm erzählen, dass Rosson hier durchkommt. Sechs Reiter und vier Mann auf dem Wagen. Hm. Nun mach schon, Dolores. Kein Texaner sagt die Wahrheit. Warum sollte ich dir also glauben? Du kannst von mir aus glauben, was du willst. Aber überleg's dir gut. Du verdienst dabei eine ganze Menge Geld. So, meinst du? Warum holst du es dir nicht? Ja, weißt du, ich gebe gern was ab. Ja, du bist nicht blöd, Texaner. Du glaubst also, dass El Santo die dreckige Arbeit für dich macht, stimmt's? Für was hältst du mich eigentlich? Für einen Vollidioten? Ist doch so, Texaner. Wieso sollte ich das eigentlich, was? Weil's die Sache wert ist, El Santo. Und 20.000 sind bestimmt kein Hühnermist, oder bist du da vielleicht nicht meiner Ansicht, hä? 20.000. 20.000 Dollar. Das ist gut. Aber du siehst nicht so aus,
als würdest du irgendetwas umsonst tun, mein Freund. Bestimmt nicht, amigo. Aber mich interessiert nur das Geld, das dieser Rosson mir noch schuldet und kein Dollar mehr. Gut, mein Freund. Wenn das stimmt, dann sollst du es auch von mir kriegen. Aber wenn nicht, dann werde ich dir jeden Knochen im Leib einzeln zerbrechen, da schwöre ich dir. Niemand betrügt ungestraft El Santo. Aber das Geld will ich im Voraus haben. Du hast Pech, kleiner Texaner. Dein freundlicher Tipp ist keinen Centavo wert. Ha, einer meiner Leute hat die Wagen gerade entdeckt. Vamos! Pedro! Hey, mach auf, du Faultier. Auf die Pferde! Sanchez, vamos! Nur macht schon! Auf die Gäule, ihr faules Pack! Vorwärts, muchachos! Und mit dir, texanischem Großmaul, werde ich jetzt auf meine Art abrechnen. Das würde ich mir überlegen. Mein Freund schießt dir dann ein Loch in deine schöne Jacke. Und von dem Geld hast du dann nicht mehr viel. Das lohnt sich also nicht. Da! Du bist schlau. Aber vielleicht zu schlau, Texaner. Wir werden es ja sehen. Meistens fällt man damit auf die Nase. Also gut, ich werde dir dein verdammtes Geld geben. Wie schön. Reich's rüber. Bezahl ihn, Dolores. Sie verwaltet das Geld. Vamos, muchachos! Vamos! Ich bin ganz allein hier. Du könntest mir gefallen. Aber du mir nicht. Hier ist wieder ein Zeichen. Es geht da lang. Ich bin sicher, dass das der falsche Weg ist. Nein, der ist schon richtig. Wir sind genau auf dem richtigen Weg. Erzählen, was du willst. Aber irgendwas stimmt hier nicht, Steve.
müssen abhauen, Rosson! Es sind zu viele! Weg, ah! Jungs, ich mache ein Feuerwerk! Er hat recht, Boss, wir nehmen die Gäule und verschwinden! Was ist? Überhaupt nichts drin. Scheiße! Dieser Hund. Warte nur, Texaner. Das sollst du mir büßen, das schwöre ich dir, du verfluchter Gringo. Du. Vamos! Reiten Sie zurück in die Stadt. Ich habe noch was zu erledigen. Haben wir noch mal Glück gehabt. Und außerdem haben wir $20,000 gespart. Und wem habt ihr das zu verdanken? Na, was meint ihr? Dir, Ted. Nur dir. Ich denke, dass mir dann auch der größte Anteil des Geldes zusteht. Das ist doch klar, oder? Was sagst du dazu, Steve? Das ist mir völlig egal. Ich will nur auf dem schnellsten Wege zur Grenze. Die Gegend ist mir etwas zu bleihaltig. Wir machen, was ich sage. El Santo hat das Geld nicht gefunden, also wird er ganz schön sauer auf uns sein. Er wird uns suchen. Wir verbringen die Nacht am besten in den Baracken, bei der alten Mine. Auch gut. Reiten wir. Hm? Schieße ist wieder da. Sag Thompson Bescheid.
Das auf Thompsons Rechnung? Oder wer war es sonst? War es dieser Nervöse oder der Schwarze? Los, beeilt euch, Leute! Du gehst aufs Dach, du zu dem Wagen da hinten. Und du da rein. Na los, beeilt euch! Hey, Jack! Auf dem Friedhof ist er fertig. Bring den Gaul weg und dann hinter den Wagen mit dir. Hey, da ist Thompson. Das ist doch lächerlich. Dieser Aufwand, um einen einzigen Mann umzulegen. Für den Mann ist es nötig. Du kennst ihn nicht. Vielleicht kommt er gar nicht. Der kommt, und zwar schneller, als du denkst, glaub mir. McGill war ein guter Freund von ihm. Jämmerlichen Waschlappen, wovor habt ihr eigentlich solche Angst? Habt ihr euch vielleicht schon die Hosen vollgeschissen? Zurück mit euch! Zurück auf eure Plätze! Auf mich? Ah, das war doch wohl nichts, was? Sie sind Thompson, oder irre ich mich? Wir werden uns nachher mal ein bisschen intensiver unterhalten. Was wollen Sie? Sie werden jetzt genau tun, was ich Ihnen sage. Befehlen Sie Ihren Leuten, die Waffen wegzuwerfen. Das wird Sie ja wohl nicht überanstrengen, oder? Ihnen tue ich jetzt nichts, keine Sorge. Aber mit Ihrem nervösen Freund werde ich mich unterhalten. Na los, her mit dem Pusten. Na und? Jack, du sagst jetzt den Männern, sie sollen die Waffen ablegen, aber sofort. Aber Thompson... Ich will nicht mit dir diskutieren! Du tust jetzt, was ich dir sage! Nun mach schon, hast du nicht verstanden? Ganz wie du willst, Thompson. Werf die Waffen weg! Aber schnell! Thank you.
das ist aber gar nicht gesund für dich. Lass ihn zufrieden, Jack. Wie du willst, Thompson. Du bist der Boss. Hol Amos her. Er soll sich beeilen. Nun mach schon! Wozu denn? Dämliche Frage, du Idiot. Such dieses feige Schwein! Er soll herkommen, aber sofort! Na los! Wohin so eilig, Freundchen? Jetzt kannst du mal zeigen, wie du schießen kannst. Du wirst sehen, es geht schneller, als du denkst, mein Kleiner. Mach dir nur nicht in die Hose, Bruder. So, nun geh schon. Und zeig ihm mal, was du kannst. Sieh mal an, wen haben wir denn da? Komm, geh und gib denen die Waffen wieder. Das war eine nette Vorstellung, mein Freund. Vielleicht haben Sie Lust, eine Weile für mich zu arbeiten. Der Job wäre bestimmt nicht schwer für Sie. Ich würde Sie auch gut bezahlen. Sagen wir mit 1000 Dollar. Damit wären Sie doch zufrieden, oder? Aber im Jahr, versteht sich. Aber sollte Ihnen das nicht gefallen, dann verschwinden Sie am besten und zwar schnell. Tja, wenn Sie meinen. Ich verstehe dich nicht, Thompson. Du kriegst ja diesen dreckigen Kerl plötzlich fast in den Hintern. Ich finde es fabelhaft, dass du ihm auch noch meinen Posten anbietest. Nun erkläre mir doch bitte mal, was überhaupt los ist. Verstehst du nicht, dass wir im Moment jeden guten Mann gebrauchen können? Dieser Mann ist enorm wichtig für uns. El Santo hat mir versprochen, die Gegend zu verlassen, wenn ich ihm Gewehre gebe. Und er wird sie bekommen. Aber vielleicht müssen wir auch kämpfen. Und du siehst doch wohl ein, dass wir dann einen Mann wie ihn gut gebrauchen können. Ja, und was wird aus mir? Er ist verdammt schnell. Das gebe ich zu, aber auch nicht schneller als ich. Ich nehme es jeden Tag mit ihm auf. Hast du ja gehört, wie er dich ausgelacht hat, als du es ihm angeboten hast? Daran erkenne ich, dass er Format hat.
Etwas, was du ganz sicher nicht hast, mein Lieber. Für Männer deiner Sorte wird er bestenfalls Mitleid aufbringen. Aber wenn ich ihn nehme, können wir ihm immer noch ein Ding in den Rücken jagen. Hey, Jungs, seht mal, die Weiber sind wieder da! Wacht auf, Jungs! Jetzt gibt's endlich mal wieder Dampf! Pfoten weg! Hallo, Susi. Freut mich, dass du da bist. Du siehst großartig aus. Das ist doch immer schöner. Was willst du hier? Geh sofort wieder nach oben. Hey, Duke, du passt auf sie auf. Nicht so hastig, Jungs. Die Mädels sind müde. Helft ihnen gefälligst, die Sachen aus dem Wagen zu holen. Du, geh hin und lade die Munition ab. Okay, Thompson. Alles herhören. Benutzt eure dreckigen Pfoten mal zum Arbeiten. Was wollt ihr denn hier? Tja, wir haben gehört, ihr wärt fest im Gange mit dem Haufen Weiber und so. Und sind wir hier? Das hier ist ein privates Fest. Und da euch niemand eingeladen hat, verschwindet ihr ganz schnell, verstanden? Macht, dass ihr rauskommt. Nein, Jack. Sie sollen hierbleiben. Niemand soll sagen können, dass Thompson nicht gastfreundlich ist. Bitte, wenn's so ist, macht's euch gemütlich. Ho girato il lungo e largo per teatri di città, dove c'era ad ascoltarmi la migliore società. Mi hanno offerto fiori ed abiti, le carrozze e lo champagne. Gentilmente ringraziato, ma sono ritornata qua, perché non cambierei uno di voi cowboys per tutto il territorio dell'Illinois. Il bel pubblico la sera non veniva che per me, tuttavia non nascondeva la pistola nel gilet. Tutta gente elegantissima mi chiamavano madame, ma alla fine della storia sono ritornata qua, perché ognuno di voi, e vada come vada, va più del territorio delle vada. Testa vuota, va più del territorio del Dakota, perché non dare niente di quello che c'è qui per tutto quanto Washington DC. Was wunderbar, wunderbar. So, bitte.
Und die Kinder. Ich habe die Gewehre und die Munition mitgebracht. Es freut dich doch sicher. Nicht einmal die Soldaten verfügen über so gute Waffen, wie du sie heute von mir bekommst, mein Lieber. Du bist die fabelhafteste Person, die mir jemals über den Weg gelaufen ist. Du bekommst 5000 Dollar. Gehen wir. Machen wir es perfekt. Das sind die Besten. Was meinst du? Aber ja. Sie sind wunderbar. Genau das Richtige, um endlich mein Geschäft mit El Santo abzuwickeln. Stolzer Preis, aber die Sache wert. Für gute Ware muss man eben gut bezahlen, mein Freund. Ja, du hast recht. Nein, nicht jetzt. Du musst Geduld haben. Oh, my God.
Helfen Sie mir zu fliehen, Linda. Es ist besser, ihr tretet ab, Leute. Und vergesst euren Freund nicht. Was ist denn, Jungs? Nicht so müde. Weiter geht's. Whisky her. Musik! Hier mit und warten Sie bei der alten Mine auf mich. Ich komme so bald wie möglich nach, ja? Ja. Ach, hier, vielleicht brauchen Sie ihn. Wir wollen es nicht hoffen, aber manchmal reicht Kratzen und Beißen nicht. Machen Sie es gut. Mistbiene ist geflitzt! Linda ist abgehauen! Du Idiot! Und du hast dabei zugesehen! Wir müssen sie finden! Unbedingt! Bringt sie mir zurück! Macht, was ihr wollt, aber bringt sie zurück! Habt ihr verstanden? Und kommt nicht ohne sie wieder! Ein bisschen schneller, verstanden? Jenkins, du suchst bei der alten Mine! Halt euch! Verdammt nochmal! Du Hundesohn, gib deinem Gaul mal ein bisschen Pfeffer! Na, mach schon! Ach, wer ist denn da? Ach, meine Freunde. Ihre Erziehung lässt zu wünschen übrig. Sie sollten anklopfen, wenn Sie ein fremdes Haus betreten. Ich muss mal mit Ihrem Papi reden. Was wollen Sie eigentlich in so einer stockfinsteren Nacht von mir, hä? Nichts, mein Freund. Gar nichts. Schlafen Sie weiter. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich sehe... Richtig, ich sehe viel Geld. Viel Geld von einem reichen Mann. Mit euch ist ja auch nicht mehr viel anzufangen. Ich gehe, glaube ich, besser ins Bett. Schlaf gut. Ja, du auch. Gute Nacht.
Gute Nacht. Sie hat dich fein reingelegt, Thompson. Da irrst du dich ganz gewaltig. Es hat mich noch keiner reingelegt. Merk dir das, mein Kind. Wir haben sie ganz schnell. Doch, Thompson. Und wie sie dich reingelegt hat. Natürlich. Du gibst es nicht zu. Aber du wirst es nicht ändern können. Natürlich muss sie immer tun, was du willst. Weil sie ja deine Gefangene ist. Aber freiwillig wird sie es nie tun. Mit ihr schlafen kannst du, ja, aber sie wird nie deine Frau sein. Das kann sie nicht. Sie kann dich nur verachten und sie hat recht. Hör endlich auf zu faseln. Natürlich, der große John Edwin Thompson. Du hast immer alles bekommen, was du wolltest. Mit Gewalt oder mit deinem dreckigen Geld. Aber sie? Nein. Sie wirst du nie bekommen. Von einer Hure will ich keine Weisheiten hören. Ja, ich weiß, Thompson. Ich weiß. Du hast schon recht, Frauen wie mich. Oder wie die da, die kannst du immer kaufen. Ja, mit deinem Geld kaufen. Aber sie? Nein. Entschuldige bitte. Das wollte ich nicht. Es ist schon komisch mit uns. Wir reden über Dinge, die wir beide nie haben können. Gehen wir. Jemand in Ellens Haus. Das könnten sie sein. Können ja mal nachsehen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Eine Bande Mexikaner hat mich überfallen. Und dann hat mich noch so ein anderes Schwein beraubt. Wie viel fehlt denn, wenn ich fragen darf? $20,000. Wenn Sie mir helfen, ihn zu finden, kriegen Sie einen Teil davon. Beschreiben Sie ihn mal. Es ist so ein großer Kerl. Und ein alter Mann war bei ihm. Ich glaube, dass ich mir das Geld verdienen werde. Ich kenne den Mann, den Sie suchen, Mister. Das ist Sanders Anteil. 30.000 muntere Sachen. Ah, wie nett, dass Sie mir wenigstens das Wechselgeld lassen. Ich habe Ihren alten Freund Mr. Rossen mitgebracht, der wohl noch etwas mit Ihnen offen hat, was er sehr gern erledigt hätte. Ich habe auch noch eine kleine Plauderei unter Freunden mit dir vor, Kleiner. Und zwar jetzt! Oh! Endlich! Täubchen. Hat dir so gefallen? Nein! Mach's gut, Susi. Wir sehen uns in San Antonio. Ich warte auf dich. Ich werde so schnell es geht kommen. Sie war in der Hütte bei der alten Mine. Bringt sie rauf, aber passt diesmal besser auf. Ja.
Macht's gut. Jack, O'Brien, schnappt euch die Gewehre und die Munition und bringt sie zu El Santo. Du sagst mir jetzt sofort, wo das Geld ist. Red schon, du Ratte! Sag mir, wo du es versteckt hast, oder ich zieh dir die Haut in Streifen ab. Was sag ich jetzt? Wenn sie ihn töten, finden wir das Geld nie. Kommen Sie. Mach so etwas nie wieder! Immer das Gleiche. Warum tust du so etwas nur? Ich verstehe dich nicht. Sag mir jetzt, wo dein Mann das Gold gefunden hat, und du kannst gehen. Nichts, sag ich dir. Denkst du immer nur an das eine Gold? Von mir wirst du kein Wort erfahren, verstanden? Es ist mein Gold! Herein! Was ist denn los? Das haben wir bei Linda gefunden. Das muss das Geld sein, das man Rossen abgenommen hat. Hat euch jemand gesehen? Nein. Gib's mir her. Dann muss er's gewesen sein, der dir geholfen hat zu fliehen. Und du hast das Geld mitgenommen und versteckt. Nein, ich habe die Tasche noch niemals gesehen. Er hat mir nicht geholfen. Erzähl mir doch nichts! Wo kommt das Geld denn sonst wohl her? Kannst du mir das verraten? Ich warne dich. Pass auf, dass keiner was merkt, verstanden? In Ordnung. Was wollt ihr? Hallo? Wir bringen die Gewehre und die Munition, die Thompson versprochen hatte. Wollen wir nicht erst mal nachsehen, ob sie in Ordnung sind? Thompson verlässt sich darauf, dass du eure Abmachung einhältst. El Santo ist ein Ehrenmann. Diese lausige Ratte, diese Schwein! Legt sie um, Leute! Legt sie um! Den da wollen wir nicht vergessen! Männer, wir reiten zur Stadt! Dieser Fremde muss zuerst verschwinden, danach kommt Rossen dran. Bald wird er rausbekommen haben, wo sein Geld wirklich steckt. Wie wär's, wenn du das erledigen würdest? Ja, ausgezeichnete Idee. Fein. Sag den Männern Bescheid. Warte, dich bringe ich schon noch zum Reden. Also los. Ans Haus mit dem Zeug.
Nette Idee, Jack. Wirklich gute Einfälle. Bravo, Jack. Thank you.
dreckige Schwein! Hey, Santo hat es erwischt! Vamos! War recht heiß, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir eine Weile Ruhe. So was gibt's doch nicht. Nicht. Ich gebe dir alles, was du willst. Nein. Das kannst du doch nicht tun. Bitte. Nein. Gern mit Ihnen mitgehen. Bitte, warum geht es denn nicht? Es tut mir wirklich leid. Sie können mich nicht hier lassen. Ich werde Ihnen nicht im Weg sein. Glauben Sie denn, dass ich Ihnen irgendwie zur Last fallen könnte? Nein, das würdest du nicht. Ich will dir was sagen. Weißt du, es ist nicht leicht. Meine Art zu leben ist nicht schön, für eine Frau schon gar nicht. Das würde dir nicht gefallen. Bei mir wäre dein Leben nicht einfach. Das will ich dir nicht zumuten. Sieh es ein, es ist besser so. Aber du... Mach's gut, Pedro. Auf Wiedersehen, Linda. Pass gut auf dich auf, okay? Mich nicht mit. Warum nicht? Wieso lässt er mich denn allein? Ich verstehe ihn einfach nicht. Ja. Mehr fällt dir auch nicht ein. Du bist mir eine schöne Hilfe. Ich hab's mir überlegt. Oh. Leb wohl, Pedro.